Die bereits 52. Vernissage des E-Werkes Wels am 6. Oktober war wieder einmal sehr erfolgreich. Denn beim Schulprojekt Porträt – Das Streben nach Glück entstand in einer Gemeinschaftsarbeit mit dem Künstler Tom Trauner und den 19 Schülern der 4. Klasse des Integrativen Schulzentrums Dr. Scherf-Schule in Wels ein großes Porträt. Und so hat der Künstler mit den Schülern gearbeitet. Ich war ja 2 Tage in der Schule und am ersten Tag habe ich mit ihnen am reinen Porträt gearbeitet, also wirklich klassisch mit Zeichnen und habe es wirklich nur mit befreit zeichnen lassen, ein Porträt. Und habe es untereinander austauschen lassen, habe bei den anderen Zeichnungen weiterarbeiten lassen, dass wirklich losgelöst sind von ihren eigenen Zeichnungen. Ich habe diese Wand vor mir gehabt und habe gewusst, hier muss was Großes her. Und da habe ich jetzt einfach die Idee gehabt, ich muss ein Porträt sein. Und ich habe dann dieses Porträt aufgeteilt in 20 Teile. Jedes Kind hat 2 Stunden circa gearbeitet an seinem Teil, Acryl auf Leinwand. Und die waren bis zur letzten Minute mit Feuereifer dabei. Ja, das ist eine große Freude. Wir haben immer gut besuchte Veranstaltungen, aber heute ist ganz besonders. Die Kinder haben es aber auch ganz toll gemacht. Die Schüler der 4. Klasse haben nicht nur das große Porträt gemalt, sondern auch die Eröffnung der Ausstellung mitgestaltet. Die Lehrerinnen der 4. Klasse haben einen großen Anteil am Erfolg dieses Projekts. Genau das ist eben unsere Aufgabe, dass wir schauen, was kann das Kind, was ist für das Kind möglich, dass ich ihm beibringe, was braucht es im späteren Leben. Und genau da setzen wir an und da schauen wir, dass wir ihm so weit und so viel wie möglich eben dem Kind dann beibringen, dass ihm dann im Leben bestehen kann. Ne? Aber wir sind immer stolz auf unsere Kinder, weil sie sind eigentlich immer sehr bemüht und machen bei allem mit und ja, wie man sieht, also es kommt immer irgendwas Tolles heraus dabei. Ne? Und wer von den kleinen Künstlern hat was gemalt? An dem oberen da, vom links oberen das zweite, den neben der Lippe. Das dort unten, das mit der Nase und mit dem Mund. Halt ein paar Sachen sind schwierig, wenn man sie da hier anputzen kann. Kurator der Ausstellung ist der Welser Maler Klaus Grobert. Die Kinder haben sich am Anfang das nicht vorstellen können, wenn jedes Kind praktisch ein relativ abstraktes Einzelbild malt, dass das dann ein Porträt wird. Aber wir haben ihnen das ganz genau erklärt und sie waren mit großer Begeisterung dabei und es hat ihnen sehr gefallen, da mit dem Tom Trauner gemeinsam ein Porträtbild zu machen. Das Streben nach Glück ist allgegenwärtig. Jeder von uns strebt danach und für jeden bedeutet es etwas anderes. Wenn es einem gelingt, einen anderen glücklich zu machen, wenn man das merkt, dass es gelungen ist, das ist das größte Glück, das man haben kann. Für mich ist Glück einfach das Leben genießen, so wie es ist, mit diesem Leben, was wir haben, mit dieser Spanne zwischen Geburt und Tod umgehen und diese Spanne mit Glück füllen. Glück kann so vieles bedeuten, im persönlichen Bereich, im gesundheitlichen Bereich. Wenn man nicht erkrankt beispielsweise oder wenn man eine Familie hat, mit Freude diese genießen kann, das sind lauter so Momente. Und das Glück kann man auch nicht einfangen. Und ich denke mir, ich habe in meinem ganzen Leben so viel Glück gehabt, mir ist so viel in den Schoß gefallen, dass ich ein unendlich glücklicher Mensch bin. Glück ist eigentlich für mich, dass ich da stehen darf und mit den Kindern das machen habe dürfen. In vielen Ausstellungen des In- und Auslandes sind die Bilder von Tom Trauner vertreten. Diese Ausstellung ist bis Ende November im Verwaltungsgebäude des E-Werkes Wels, Stelzhammerstraße 27, präsent.